Hollywood kann kommen. Es ist ja ein schönes Programm ausgedacht worden. Ich freue mich ja, da sein zu dürfen. Das Gefühl ist da. Die Veranstaltung kriegt Charakter. Hollywood kann heute auf diesem, schauen Sie mal, roten Teppich ankommen. Ja, meine Damen und Herren, der Hollywood Reporter ist heute da, um die charmanteste Nominierung des Abends zu vergeben. Und meine erste Kandidatin steht direkt vor mir. Ja, wir begrüßen jetzt den Oscar-Gewinner des letzten Jahres, meine Damen und Herren. Wir haben hier den definitiv attraktivsten Mann des Abends aufgrund seiner Preislage. Private Designer. Sie waren ja am Boulevard gesehen worden, als Sie damals mit Ihren zwei Chanchons, Shishis, wie heißen die Sonnen, nochmal shoppen waren. Ging es Ihnen da genauso gut wie Ihrer Kreditkarte? Yeah, right here, located from the Hollywood District. My name is Harry Flint. I'm the Hollywood Reporter, sir. And I'm more than pleased meeting you personally, my first time in my life. Welcome to this glorious night. Okay, thank you. I'm from Bollywood. Yeah. You're from Bollywood. Sie sind nominiert in der Kategorie absolut kompetenteste Mitarbeiterin. And what are your aims for tonight? Ich darf Ihnen die Tür aufhalten, denn das ist mein liebster Job des Abends. Bitte sehr. Die Atmosphäre hier im Mentes Theater Frankfurt ist einzigartig. Tönen und dabei haben Sie definitiv Ihren Preis gewonnen. Wie lange hat es heute gedauert? Naja, also so 2,5 Stunden habe ich schon gedauert. Tom Cruise macht nächstes Jahr Schluss. Sie sind als einziger Mensch größer als eigentlich der kleiner ist als Sie. Herzlich willkommen. Hallo. Es ist doch definitiv so, dass Sie verdient haben, heute die absolute Highlight-Persönlichkeit des Abends zu sein. Ist das so? Oh ja, 100%. Als diese Tasche damals im Streifen, ich glaube, das war ein Hitchcock-Thriller, vorkam, war, glaube ich, da das Messer drin. Ja, kann sein. Das ist für uns heute das Risiko. Ja, da kommt also der Hauptpreis. Der Oscar, der wurde gerade frisch gekocht. Ihr Charme beschleunigt mich auch. Ihr habt mich auch. Danke. Szene in Spielmehl, das Lied vom Lächeln, hat sie damals groß rausgebracht. Sie waren seinerzeit an der Seite von Kiefer Sutherland, ja, in North Hollywood, ein neues Apartment bezogen, Frau Taylor. Manche Sachen kenne ich ganz gut. Ja. I don't know what you've been smoking, but I'm okay. So. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne, geh auf mein Licht. Wer singt denn das? Ich dreh mich mal um. Alright, I buzzer! Sie haben gerade die kamasutrischen Meinungen geteilt. Ja. Die tantrischen Bewegungen dieses Gs, das wir gerade suchen, wo sind die hin? Wir sind jetzt hier mit der schärfsten Versuchung, seit es Schauspielerinnen gibt. Und neben mir sitzt also die Reinkarnation der absoluten Schärfe. So gehen Weihnachtsfeiern und ich sag euch, da kommst du in den Groove, weil hier wird nicht nur Geld verdient, nein, es ist auch die Stimmung, die euch da draußen richtig gut beeinflussen kann. Tschüsschen, sagt Harry Flint.